Good job. Danke. Oh, guck mal, Rezo ist auch als Puppe dabei. Hör auf ihrem Zeug. Es tut mir leid. Are you completely insane? Ja, Entschuldigung. Darf nach Hause gehen. Wir gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Demo. Also ich weiß nicht, ob klein, ich denke schon. Ich hoffe, dass diese Aufnahme so ist wie der anderen auch, weil ein neuer PC und gestern eingerichtet und gerade eben nochmal, ich sehe die Ausschläge überall und ja, wehe, wenn nicht. es wurde sich auf meinem Discord auf oder in meinem Discord, egal, es wurde sich dieses Spiel gewünscht und ich sagte erst einmal nein, weil Puppen. Aber es gibt eine Demo auf itch.io und die ist kostenlos und es wurde sich gewünscht. Ja, gut, oh Gott, es bewegt sich, oh nein. Ja, wir probieren das einfach mal. Brightness. Ja, ich werde es so tun. In diesem Game, every playthrough is leider, jeder Durchgang ist ein klein bisschen anders. Oh, toll, wenn ich verkacke, kann ich mir das, gut, muss ich mir nicht merken, ich kann mir eh nichts merken, also ist auch egal. Many events in the game are not, viele von dem, was hier passiert, ist nicht gescriptet. Das bedeutet, that what you encounter is unique. Das, was ich hier finde, ist einzigartig nur für mich. Danke. You will not be... du wirst nicht von Monstern gejagt. Okay, spielen. Vielleicht werden wir Freunde mal gucken. Nichts wird dich anschreien oder in dein Gesicht springen. Okay, aber du bist schon noch ein Horrorspiel, ja? Ja. Ich bin schon still. Aber es ist immer noch ein Horrorgame. Also sei vorbereitet, Angst zu haben. Bist du... bereit, um mit der Arbeit anzufangen? Ja, dann... Oh, wie viel Text ist denn da noch? With rent and bills spilling up, I took a part-time job. Da sind ganz viele Rechnungen und deswegen mussten wir einen Teilzeitjob in einer alten Spielzeugfabrik annehmen. Ja, der Rest ist Überraschung. Ist das laut? Yuga, you're finally here. Laut genug. Welcome to the Sweet Cheeks Factory. Press the green button to enter. Ich kann springen. Ist auch alles auf dem Bild zu sehen. Ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Angsthasi macht... Doch, Angsthasi bewegt sich mit. Okay. Wir wurden gerade begrüßt und wir sollen... als das süße Bäckchen auf den grünen Knopf drücken. No time to waste. The work is already waiting. But first, go to the locker room and put on your uniform. Geh in den Umkleideraum und zieh deine Uniform an. Nee. Licht ist schon gut beim Umziehen. Locked. Oh. Ein Zettel. Erster Tag im Job. Verkackt das nicht. Ich kann diesen Job nicht auch noch verlieren. Kann ich das? All right, now hurry up and go to the workshop. Kann ich das? Wie ging denn das jetzt? Entschuldigung. Noch mal gucken. Also es gibt eine Sache, die stört mich ein bisschen am neuen PC und erinnert mich an meine früheren PCs. Ich höre ihn arbeiten. Er macht mal duck, 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 duck.
Ich hoffe nicht, dass ihr das hört. Okay. Welcome to your workplace. Get used to seeing it a lot. Your job is to check the quality of all the dolls. Okay. A doll passes the check. Put it on the conveyor on the right. A doll is broken or is missing something. Throw it in the trash. You can find the detailed instructions on the nearby table. Now get to work. Press the green button to start your shift. I hope you don't fail as miserably as the previous guy. Okay, also wir machen Qualitätsprüfung. Hier gucken, ob die, wenn die gut aussieht, dann sei gesagt rechts, da, dahin. Und wenn nicht gut, dann weg damit. Look carefully. All body parts present. Sind alle Körperteile da? Sind alle Finger da? Sie darf nichts Schlimmes sagen und sich auch nicht bewegen. 5 Finger, alle Körperteile, nichts Komisches sagen und nicht bewegen. Und wenn wir bereit sind, drücken wir die Taste. Was jetzt? Hier das. Huch, einmal. Es ist ruhiger, als ich dachte. Ich dachte, hier wären mehr Leute hier. Ich denke, ich werde mich schon dran gewöhnen. Previous Error, keine. Oh, was ist das? Qualitätskontrolle, Anleitung. Nimm eine Puppe von dem Conveyor. Inspiziere es aufmerksam, wenn die Puppe, achso, das, was er erzählt hat. Wenn die okay ist, dann kommt die da rechts hin und wenn nicht, dann kommt sie weggeworfen. Keep doors closed at all time. Okay, Entschuldigung. Machen wir doch. Ich kann nicht rennen. Das ist gut, aber ich muss ja auch nicht vor Monstern weglaufen. Das finde ich ja auch gut. Ist er noch da? Nein. Wir drücken den grünen Knopf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Redest nicht? Ja, siehst gut aus. Tschüss. Du, du, du. Oh. Tut mir leid, aber dir fehlt ein Auge. Ach Mensch. Ich habe das Prinzip verstanden. Komisch. Ja. Clothes of this doll are damaged. Oh. Now you have missed so obvious thing. Ich dachte, das muss so aussehen. I almost forgot to tell you one more thing. Here at the factory we have some special protocols that must be followed carefully. One of these protocols is to keep all doors closed at all times. Hab ich. But seems like you already follow this protocol. Ja. Good job. Danke. Okay. Warte, haben die Augen sich bewegt? Die Kleidung sieht gut aus. 1, 2, 3, 4, 5. Of this doll are damaged. How you have missed so obvious thing? What? Wieso? Die hat doch einen Anzug. Entschuldigung. Willst du? Na, kann ich nicht einfach hier arbeiten? Also ich weiß ja nicht.
Die hat ein Overall an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Die hat keine kaputte Kleidung. Das sieht in Ordnung aus für mich. Oh Gott, da schwebt was sich. Ich von diesem kleinen Bummel da erschrocken. Okay. Kann hier nicht mal ein bisschen Musik spielen? Das ist so ein bisschen. Das ist ein Junge im Kleidchen, ne? Okay, das erübrigt, dass ich mich damit auseinandersetze, ob der jetzt in den Müll kommt, weil ein Junge im Kleidchen ist, obwohl das ja eigentlich okay wäre. Aber ich nicht weiß, ob das für die Puppenindustrie okay wäre. Schon wieder die Frage, darf der Junge, vermutlich Junge, in einem rosa Overall sein? Oh, die Frage erübrigt sich Gott sei Dank auch wieder, weil der hat Dreck auf der Jacke. Ich könnte doch einfach alles wegschmeißen, weil irgendwas noch verkehrt ist. Oh, guck mal, Rezo ist auch als Puppe dabei. Rezo, lass das bitte. Also ich mag dich ja gerne gucken, ne? Ich finde deine Meinung auch sehr interessant zu vielen Themen, aber wenn du gruselig wirst, dann muss ich dich leider wegschmeißen. Ey, tschüss, Rezo. Die Kleidung ist in Ordnung. Warum? This doll has a broken head. Ach, just what? Like you. Ja, das verstehe ich ja. Sind auch diese Türen damit gemeint? Closed at all time. Sieht doch süß aus. Oder ist das damit gemeint da? So? Also ich finde, der ist okay. Gut. Also ein bisschen lichten Haaransatz ist okay. Oh, da ist die Jacke aber kaputt, ne? Ja, tut mir leid. Ich meine, das als 8-Stunden-Job. What the hell? The generator is shut down. Follow the emergency lights downstairs and turn the damn thing back on. Folge den Notausgangslichtern und mach den Generator wieder an. Was ist deine Aufgabe? Einfach nur da stehen. Hallo? Folge den Lichtern? Jetzt da oder was? Moment. Du hast blockt. Okay.
Habt ihr das gehört? Hier ist ja Blut. Oh Gott, das ist eine Hand. Ich bin so blind. Ich sehe so Dinge einfach nicht. Ich muss erst hier gucken. Oh, da liegt sogar ein Zettel. Ich war mir anfangs nicht sicher darüber, diesen Job anzunehmen. Aber ich hatte nicht viel Auswahl. Ich brauchte etwas Regelmäßiges, nach alles, was mit meiner Familie gewesen ist. Vielleicht ein ruhiger Ort wie dieser ist, was ich jetzt gerade brauche. Die Bezahlung ist nicht schlecht. But I didn't think it'd be this. But I didn't think I'd be. Weil ich dachte halt nicht, dass es so einsam war. Er weint da. Kann ich eigentlich krabbeln? Ich kann mich ein bisschen ducken. Alles wieder okay. Das Paket von der Deutschen Bahn. Finally, what took you so long? Whatever. Your job is done for today. Go home and rest now. Don't think too hard about what happened today. Okay. Darf nach Hause gehen. Kann ich mich über Kisten backen? Denk nicht so viel darüber nach, was heute passiert ist. Ja. Das war schon der Job für heute. Kann ich nicht trotzdem noch weitermachen? Ich darf noch. Du siehst gut aus. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 und auch 15. Und du erzählst, du hast einen Riss. Der Riss war doch vorher nicht. Es tut mir leid. Du. Darf ich einfach weitermachen? Nein. Du siehst gut aus. Du hast alle Zehen und du hast alle Finger. Dein Kopf ist nicht kaputt. Nicht, dass was passiert. Ja, gut. Wie mache ich denn das? Ja.
Locked, close locker, locked. Gehe ich mit den Klamotten nach Hause? Okay, ich habe ein bisschen Durst. Nee, okay. Das würde, fände ich auch ein bisschen fragwürdig, wenn in meiner Firma einfach eine Tür zugenagelt wäre. Ich gehe da mal nach Hause. Ich muss überall ein bisschen drunter gucken. Wenn unter der Treppe lag auch was. Hier ist nichts. Hier drüber springen. Nein. Okay. Wir gehen. Oh, wir kriegen Geld. Oh. This is the best you could manage? Pathetic. Try harder or find another job. Oh. Secret Notes von 3 von 4 nur? Was? Motivator Crowbar. Ich kann was kaufen. Ich kann was. Spinner. Kaktus. Wie so ein Kaktus. Wir machen mal so weiter. Ich habe meinen ersten Tag beendet. Da ist irgendwas Komisches an dem Ort. Zumindest werde ich bezahlt. Ich weiß nur noch nicht genau, was da nicht stimmt. Da gibt Telemesser, aber der morgen wird besser sein. Ich habe es ja schon versucht, schneller zu übersetzen. Okay. Hurry up, little guy. You have a lot of work today. Okay. Ich bin bereit. Don't let him catch you. Go to the utility room on your way to the workshop and grab a bucket. The ceiling in the workshop is leaking a bit. But go to the utility room. Wo ist denn der? Bin ich da schon noch vorbeigelaufen? Nee, ist keiner. Hä? Achso. War die vorhin schon da? Ich bin also schon angezogen. Türen jederzeit geschlossen halten. Ja, habe ich doch jetzt. Könntest du bitte... Danke. Wie war das mit keine Jumpscares? Oh. Ich bin ja seit 2 Wochen und ich habe immer noch keinen anderen Mitarbeiter gesehen. An manchen Tagen glaube ich, dass ich der Einzige in diesem Gebäude bin. Some days. The director is okay. Der Direktor, der redet immer wieder mit mir. But I still haven't seen, aber ich habe immer noch nicht sein Gesicht gesehen. Kann ich die Puppenteile aufnehmen? Ja, könnte ich. Okay. Nee, ich soll ja nur einen Eimer mitbringen. Türen jederzeit geschlossen halten. Jetzt habe ich mich selber erschrocken, weil ich die Maustaste gedrückt habe. Place it under the leak. Wo war denn das Leak? Im Arbeitsbereich? Licht? I have improved the dolls. Now they have a voice function. So now you have to check if it works as intended. Check the rules for details. Welche Regeln? Ach so, das, ja, hab ich schon verstanden. Bewege die Puppe, then bring it back to an upright position to activate the voice function. Ach so, wir müssen sie einmal rumdrehen. Meine Mama hatte mal eine Puppe, also als Kind, die hat sie auch immer noch wahrscheinlich. Die konnte, als sie klein war, wenn man sie rumgedreht hat, Mama sagen. Die ist aber jetzt so alt,
dass wenn man sie rumdreht, macht sie nur und das fand ich als Kind sehr gruselig. Hallo. 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 Ja. Hallo. Denke. Wie, du machst mir vor, wegen der Haarfarbe. Can you bleed? Can you bleed? Ist das jetzt unangebracht? Ja, doch schon, ne? Du schaust ein bisschen gruselig aus. That was very nice. Das ist doch süß. That was very nice. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That was very nice. Ja, deine Klamotten sind auch heile. That was very nice. Ja. Wieso? Something's off with the eyes of this doll. Check carefully. Sorry. Nein. Auf ihrem Zoll. Wieso da dürfen sich die Augen nicht bewegen? That was very nice. Ja, das war sehr nett. Du hast kein Loch. That was very nice. Du hast 5 Finger. Augen bewegen sich nicht. That was very nice. Okay. From time to time, we get custom requests for special types of dolls. You will find all related instructions and the order itself on the right table. Every completed order significantly increases your paycheck, so don't mess it up. Keine Zeit genutzt, um Schluck Kaffee zu trinken. Sweet Cheeks, Security. Order Nummer 1. A couple adopting a child from overseas request. A doll that reflects a child's cultural heritage. They hope it will help the child to feel connected to their new home. Ein Pärchen, die ein Kind adoptiert haben, wollen eine Puppe, die die kulturellen Hintergründe von diesem Kind widerspiegeln. Sie hoffen, dass das dem Kind helfen wird, connected, sich zu ihrem neuen Zuhause zugehörig zu fühlen. Eine Puppe muss grüne Augen haben, grüne Augen in Schulkleidung und soll Hallo sagen. Grüne Augen, Schulkleidung, Hallo. Ja, und was mache ich jetzt damit? Ich glaube, ich muss woanders hingehen damit, ne? Du hast da einen Fleck. Ich gehe da mal mit weg, ne? Hallo. Ja, ich komme. Hallo. Lieferung ist da. Ja, du hast 5 Finger. Deine Augen bewegen sich nicht. Und du sagst keine unangebrachten Sachen drin. Darfst du hier bleiben? What are you doing? Are you completely insane? Ja. Entschuldigung.
Also, Assembly, ist es Assembly? Nee, Generator, Utility. Fulfillment? Orders, Receiver. Put the doll in a box. Attach the order package. Was? Send the order in the fulfillment room. Custom order instruction. Put a doll. Was für eine... Okay, bleib mal her. No doll inside the box. Okay. Ja, ja, warte mal. Oh, guck mal, ein Zettel. So, ich schwöre, eine dieser Puppen hat mich angeblinzelt. Also, hat geblinzelt, als ich mich weggedreht habe. Das muss der Stress sein. Ich kann mir nicht leisten, diesen Job zu verlieren. Wo kriege ich denn eine Puppe her? Zu nee, okay. Oder muss ich eine Puppe von hier mitnehmen? Gibt es da so komische Geräusche? Nee. Ich nicht. Muss ich die hier herstellen? Fuß. Sag mal, was soll denn das? Oh, guck mal, die sollte Schulkleidung anhaben und grüne Augen haben. Lass sie jetzt mal keinen Fleck. Hallo. Achso, und sie sagt Hello. Das war auch richtig, ne? Hello. Ja, grüne Augen, Schulkleidung. Nichts kaputt. Okay, komm mal mit. Wenn man den so drückt, dann ist das schon gruselig. Bewegen sich denn die Augen? Nö. Ich habe den Müll nicht geschlossen, ob das schlimm ist. So. Die Puppe in eine... Okay, warte mal. So. Jetzt, zweitens, attach the order package. Attach the order package. Send the order. Okay, warte. Nee, Moment. Bus. Das damit rein, oder? Geht das nicht? Ah, okay. Und jetzt den Kram hier rein. Jetzt schön. Na gut. Mal nochmal weiter Qualitätscheck, ne? Du hast einen Fleck, das sehe ich schon so. What's wrong again? The conveyor seems to be stuck. Go to the assembly room further down the corridor and fix it. Zum Assembly Room. Schon wieder dahin. Was ist wohl mit den anderen? Achso, jetzt darf ich da nicht mehr hingehen. Okay. Ah. Keine Puppen.
nicht. Arbeitskollegen. Hier war doch immer einer. Weiß ich nicht, ob ich das kann. Ob ich reparieren kann. Was ist denn mit euch? Ihr seht echt gruselig aus. Hier ist ein Zettel. Ah, die zweite Woche und ich habe immer noch keinen gesehen. Das Einzige, was ich kriege, ist die Stimme vom Direktor über den Lautsprecher. Guckt immer zu, ich kann es fühlen. Manchmal sehe ich seine Silhouette in seinem Bürofenster, ob er jemals weggeht. Ich hab's Atmen hören. Ich hasse dich. Was ist dein Problem? Hinter der Tür, hat es eben gefragt, was für eine Tür. Was ist denn hier los? Ja, was, wo soll ich denn mit euch hin? Hier ist noch ein Zettel. Oh. Ich versuche herauszufinden, wie dieser Ort funktioniert. Keine Trucks hier, keine LKWs, mein Gott. Die beliefern kein Rohmaterial. Die Puppen kommen einfach. Ich habe den Direktor gefragt. Director again today. Ich habe heute den Direktor wieder gefragt, wie sie gemacht werden. Seine Stimme klang komisch über die Lautsprecher, als wenn er amüsiert wäre. Ich hätte aber immer noch keine klare Antwort. Weiter geht's. Okay. Tür meintest du denn? Die, die abgeschlossen ist? Kann ich nicht wieder da reinstecken? Ob die jetzt, das wäre cool, wenn die als nächstes jetzt da wirklich rauskommt. Ich habe jetzt gedacht, da steht jemand. Und die ist abgeschlossen jetzt auf einmal. Hallo. 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 Oh, das war's. Ich wollte noch gucken gehen. Das ist das Ende von Dolmet-Demo. Das volle Game gibt es seit dem 24. Oktober. Wishlist on Steam oder kaufen. Ja. Das passt ja auch von der Folgenlänge. Ich hätte jetzt aber sogar noch einen Tag weiter gemacht. Ich hätte gerne noch was gekauft. Ob ich das hätte nutzen können. Aber na gut. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, ich werde nicht die Vollversion spielen. Nein. Das, als Demo war das okay. Puppen sind furchtbar. Das war das Wort des Tages. Der Satz ist, mein Gott. So, ich muss jetzt gehen. Ich muss weiter Kaffee trinken und zur Arbeit fahren. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.